Herzlich willkommen bei Jugend am Werk im Zubeck. Egal ob Köchinnen und Köche, Textilreinigerinnen oder Restaurantfachleute, hier werden rund 60 Jugendliche in der überbetrieblichen Berufsausbildung im Auftrag des AMS ausgebildet. Wie das bei uns funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Hallo, mein Name ist Nina Petkova. Ich mache eine Kochlehre im dritten Lehrjahr. Das ist sehr stressig, aber das ist ja auch die Herausforderung. Draußen im Hotel oder Restaurant ist es so, dass man vieles fertig bekommt und man nicht die Gelegenheit, vieles selbst auszuüben. Und hier hat man die Gelegenheit, vieles selbst zu machen und ausprobieren vieles auch. Ja. Ich heiße Daniel Kappel und ich bin bei Jugend am Werk und arbeite als Textilreiniger. Das Besondere hier ist einfach, dass wir nette Ausbildner haben, dass wir eine verlängerte Lehre haben, weil wir eine integrative Gruppe sind. Das heißt, dass wir hier eine Sozialpädagogin haben, die uns in gewissen Lebensabschnitten hilft. Zum Beispiel bei mir war es das, dass ich schlechte Noten gehabt habe in der Schule, kriege auch sehr viel Unterstützung von unseren Ausbildern und Lehrern. Als Textilreiniger muss man als allererstes die Ware übernehmen. Und man muss auch Faserkenntnis haben. Nach dem Reinigen wird es dann gefinisht, gebügelt und dann gibt es noch eine Endkontrolle, wird es auf Flecken kontrolliert, ob es irgendwelche Falten hat und damit es schlussendlich den Kunden übergeben. Bitte schön. Danke. Ich heiße Olivera Geisch, bin 17 Jahre alt, bin im ersten Lehrjahr als Restaurantfachfrau bei Zobeck. Das Geheimnis des Kaffee Latte ist halt, den Kaffee so langsam über den Löffel schütte. Und damit, also schwarz, also ganz eine kleine Linie schwarz und alles wird unten weiß von Milch. Zu meiner Berufsausbildung gehört auch dazu das Abrechnen, den Stand machen. Halt mit Geld arbeiten auch. Ich mache hier alles, was die Leute halt im dritten Lehrjahr machen. Mache ich hier eigentlich, weil im ersten Lehrjahr. Am meisten Spaß macht mir das Servieren halt. Ich finde das irgendwie auch lustig. Es ist interessant, mir gefällt der Job und deswegen gefällt mir auch das Servieren. Bitte schön, Mahlzeit. Dankeschön. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen. Wer sich gerne persönlich von der Qualität unserer Ausbildung überzeugen möchte, kann uns sehr gerne kontaktieren.